Zurück zu alter Stärke, das ist momentan der Wunsch der VEU Feldkirch, zu Gast in der Vorarlberghalle der HC Gröden, der momentan 12 Punkte mehr auf dem Konto hat. Rein ins Spiel und es wird schnell das erste Mal hitzig in der Halle. Nach dieser Chance der VEU werden die Meinungsverschiedenheiten jedoch schnell aus dem Weg geräumt. Die Anfangsphase gehört absolut den Hausherren aus dem Montfortstadt. Es fehlt schlicht und ergreifend die Effizienz im Abschluss. Doch auch Gröden will hier mitspielen. Gerade in dieser Chance noch im Pech machen sie es jetzt besser. Senora aus der Distanz und das erste Mal springt die Anzeigetafel um. 1:0 für die Gäste aus Italien. Doch die VEU schlägt zurück und das in Minute 18. Stichler über die Seite, legt schön ab und Bolterle mit einem Sonntagsschuss der Ausgleich für die Feldkirche. Und die könnten direkt erhöhen, 21 Sekunden später diese Aktion. Die Referees entscheiden auf Penalty für die VEU. Doch der Kapitän Dylan Stanley trifft nur den Handschuh von Grödenkeeper Hofer, das heißt weiterhin 1:1. Jedoch nicht allzu lange, denn kurz vor dem Ende des ersten Drittels kommt Gröden noch einmal vors Tor und das erfolgreich. Moroder trifft zum 2:1 für den HC. Wir springen in Minute 28, Gröden im Angriff. McGowan kommt an den Puck und zieht einfach mal ab. 3:1 für die Gäste vom HCG. Und kurz vor Ende des zweiten Drittels kommen nochmals Emotionen hoch auf dem Eis. Der Revanche-Check des VEU-Spielers löst eine kleine Rudelbildung aus. Die Referees müssen 2 Strafen aussprechen. Rein ins letzte Drittel der VEU. Fehlt die Effektivität im Angriff und das wird von Gröden eiskalt ausgenutzt. Korhonen erhöht in Minute 50 zum 4:1 für die Gäste. Und kurz vor Schluss macht Moroder dann alles klar. 5:1, eine bittere Pille für die VEU Feldkirch. Der HC Gröden nimmt also die vollen Punkte mit nach Hause. Die VEU muss weiterhin auf den Befreiungsschlag hoffen. Ja, ich bin der Meinung, dass wir in der letzten Zeit eigentlich gut spielen. Wir schaffen uns brutale Torschüsse raus teilweise. Aber wir bringen es momentan einfach nicht her, um die Kaltschnäuzigkeit reinzukriegen. Wir hauen sie nicht rein. Und Gröden hat heute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, mit dem zweiten Goalie gespielt. Wäre sicher auch, wir haben den, muss man ehrlich so sagen, wir haben den zugeschossen durchgehen. Es ist nichts hingegangen, aber am Schluss muss man sagen, wir sind frustriert, dass es einfach nicht einmal langsam wieder mal auf unsere Seite kippt. Und wir, aber wie gesagt, wir geben alles. Also dort kann man uns sicher nichts vorwerfen. Wieder in die Spur finden heißt es jetzt bei der VEU. Im nächsten Spiel wartet der EC Bregenzer Wald im Derby